Podcast. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Wenn sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern. Los geht's, Ohren auf, ich drück mal auf die Play-Taste. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Heute ist bei mir zu Gast Hakan Zitak. Hallo Hakan. Hallo Selina, dankeschön. Ich freue mich total, dass du heute hier bist bei mir zu Gast. Du bist ein Experte und erzähl doch unseren Zuhörern mal, wofür genau du angetreten bist. Also ich bin Experte im Immobilienbereich, seit 30 Jahren in der Bau- und Immobilienwirtschaft zu Hause. Von der Pike auf gelernt, einige Jahre auf Baustellen gearbeitet, Architektur studiert, eine Weile als Architekt gearbeitet, Immobilienökonomie studiert. Wow. Und seit 12 Jahren Makler. Ja. Und bin aber nicht nur reiner Makler, sondern habe auch eine Akademie und habe auch Bücher geschrieben, wie private Immobilieneigentümer ohne Makler die eigene Immobilie verkaufen oder vermieten können. Ah, Hakan, jetzt erschlägst du mich ja mit allem, was du schon gemacht hast und was du noch hast. Das ist ja Wahnsinn. Dann erzähl mir doch mal, fangen wir ganz, ganz vorne an. Okay. Wie bist du denn jetzt zu dem Experten geworden, der du bist? Denn es gibt viele Immobilienmakler, aber du bist der Experte auf dem Gebiet. Also wie bist du da hingekommen? Also ganz unbewusst schon im kleinen Alter. Mit 6 Jahren saß ich auf dem Fußboden und habe dann schon so unbewusst Bilder gemalt. Und das waren überwiegend immer Grundrisse und Gebäude. Ach. Und gut, dann wurde ich da während der Schulzeit dann eben auch da rein manövriert, so nach dem Motto, mach mal eine Ausbildung zum Maurer etc. Und so war ich irgendwann in der Bauwirtschaft. Und so hat sich das dann eben auch entwickelt. Also es war nicht geplant, dass ich Immobilienmakler werde oder der Immobilienexperte. Das hat sich so angebahnt. Wahnsinn. Du hast schon gesagt, du hast auch ein Buch geschrieben sogar zwei Bücher geschrieben. Wovon handeln die denn? An wen richten die sich? Erzähl mal ein bisschen darüber. Also ich bin ja Makler und es ist dann eben auch so, dass ich natürlich als Makler, Immobilienmakler auch sehr oft mit Vorurteilen dann eben auch beim Kunden habe. Ne? Ja. So der Makler, der schließt ja nur die Tür auf und das sind kassiert eine Menge Geld ab. Ja. Das sind einfach diese Vorurteile und ich wollte einfach mit diesen Vorurteilen auch so ein bisschen aufräumen, indem ich dann mein ganzes Know-how, meine ganzen Werkzeuge den privaten Immobilieneigentümern, die diese Vorurteile dann auch haben, alle Handwerkzeuge und das ganze Know-how denen zur Verfügung stelle und sage, dann mach's doch bitte mal selbst, ob es tatsächlich wirklich nur diese Tür aufschließen ist und ich gebe dir wirklich alles. Du brauchst keinen Makler. Wow. Und dann schaust du einfach mal, wie es funktioniert. Und wenn es doch Schwierigkeiten gibt, wenn es doch mehr als diese Tür aufstehen sein sollte und du hast keine Lust darauf, dann kannst du mich natürlich gerne auch als Makler anrufen. Ja, na klar. ich habe nämlich im ersten Moment gedacht, ist das nicht ziemlich riskant, weil du machst dir ja quasi deinen eigenen Markt kaputt, wenn du quasi den Leitfaden den Leuten an die Hand gibst und sagst, ja, macht's doch dann selber und dann brauchen die dich ja gar nicht mehr. Nein, das denkt man und komischerweise, Selina, ich bekomme diese Frage jedes Mal. Machst du dir dann nicht dein Geschäft kaputt? Nein, weil ich gebe ja freiwillig mein Know-how und diese Bücher gibt es auch gratis, also zum Selbstkostenpreis und es ist einfach dieser Expertenstatus. Ich weiß, wovon ich rede und ich kann auch anhand von über 600 vermittelten Immobilien dann eben auch mein Know-how auch beweisen. Ja. Und demzufolge geht es dann wirklich darum, dass ich jedem das Handwerkzeug zur Verfügung stelle und wenn die dann eben auch merken, klappt selber super gut. Ich kann eben auch noch mit meinen Online-Kursen dann eben auch helfen und wenn die dann eben auch merken, funktioniert nicht so gut, das Resultat ist dann, dass die dann doch wieder auf mich zukommen, weil die dann sagen, ja, der Hakan Zitak mit seinem, der Immo-Coach hat mir so gut geholfen, dem vertrauen wir, also gehen wir doch wieder lieber zum Fachmann.
was ist denn, du hast ja jetzt schon eine Menge an Erfahrung gesammelt und eben auch zwei Bücher schon rausgebracht. Was ist denn so der Knackpunkt, an dem dann die Leute vielleicht doch merken, oh, so ein Immobilienmakler, der wäre jetzt vielleicht doch nicht schlecht. Also was ist so das größte Problem für Privatleute, ihre eigenen Immobilien an den Markt, an den Mann zu bringen? Okay, Hauptpunkt ist natürlich erstmal der Aufwand. Der Aufwand wird unterschätzt, wie man eine Immobilie erfolgreich dann immer vermietet und verkauft. Weil im Prinzip sind es dann drei Phasen. Eine Vorbereitungsphase, eine Vermarktungsphase und eine Abschlussphase. Das ist so ein Zeitraum zwischen 1 bis 6 Monaten. Und viele legen einfach drauf los, machen sich keine Gedanken, was alles dazugehört. Ne? Und Hauptproblem bei der Vermietung ist zum Beispiel, dass man auf ein Mietnomaden zum Beispiel reinfallen könnte. Ja. Und beim Verkauf ist es natürlich der Kaufpreis. Was ist ein richtiger Kaufpreis, beziehungsweise wie bekomme ich den bestmöglichen Kaufpreis? Und da gebe ich dann eben auch Hilfestellungen, dann eben auch mit meinen Büchern und mit der Akademie. Ja. Dann. Wahnsinn, Hakan, ich bin absolut begeistert von allem, was du so kannst und machst und schon gemacht hast. Wahnsinn. Wir wollen jetzt aber den Menschen Hakan kennenlernen hinter dem Experten. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Fast Lane. Bedeutet, ich stelle kurze Fragen und du antwortest mir ganz spontan. Gerne. Okay. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist? Bildhauer. Aber dann auch nicht ganz so weit weg von der handwerklichen Richtung, in die du dann eingeschlagen bist. Genau, ne? Genau. Also die künstlerische Art auf jeden Fall. Ja. Die liebe ich dann eben auch. Also Konzepte entwickeln oder etwas erschaffen, was vorher nicht da war. Ja, genau, Das ist so ein Prozess, das liebe ich einfach. Ja. Und ich vermute mal, Bildhauer wäre es gewesen, ja. Welche Fehler kannst du am ehesten verzeihen? Welche Fehler kann ich am ehesten verzeihen? Perfektionismus, ne? Also dass man nicht zu perfekt sein muss. Weil Fehler machen ist menschlich. Ne? Und wer 150% dann immer verlangt und sagt, das muss alles 100%, auch bei mir ist es nicht alles immer 150 oder 100%. Auch ich mache Fehler und aus Fehlern sollte man einfach lernen. Und demzufolge, genau. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du es könntest? Das Zwischenmenschliche. Es wird viel gelogen, betrogen. Wir werden dann im Prinzip Dauerbeschallt, wie die Welt zu sein hat oder wie die Welt schlecht ist, etc. Und es wird uns von den Medien sehr oft eben auch was vorgegaukelt, was nicht der Wirklichkeit denn auch entspricht. Und man muss selber alles hinterfragen, wie wirklich etwas ist oder sein kann und das Zwischenmenschliche, das auch international, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern dass dann die ganze Menschheit dann eigentlich einen Ursprung hat. Wir alle sind Menschen und Nationalitäten sind später entstanden. Ja, tolle Worte. Zum Schluss wird mich aber auch noch dein Motto interessieren. Bezogen auf Immobilien oder privat? Darfst du dir aussuchen. Du kannst mir auch beide nennen. Bei Immobilien ist es, Ihre Immobilie verdient Kompetenz, also das Beste. Und privat würde ich sagen, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind nur in unserem Kopf. Das sind tolle Worte zum Abschluss eines super spannenden Podcasts mit unserem Immobilienexperten Hakan Zitak. Hakan, es war wirklich eine Ehre, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir für die Einladung, liebe Sanina. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten.